Meine Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen. Ich heiße Lexi und ja, ich weiß, es ist schon Herbst, aber Blümchen sind immer süß und ich liebe die. Wir werden heute auf Deutsch sprechen, nicht weil ich perfekt bin, aber viele sind hier, weil sie ein bisschen Deutsch lernen möchten. Und ich dachte, wenn ich ein bisschen auf Deutsch spreche, sie können auch zusammen üben. Also ich übe meine Deutschkenntnisse und sie auch, weil sie versuchen ein bisschen zu verstehen. Und deswegen reden wir heute auf Deutsch. Also ich weiß, ich habe heute eine Bandana, wir sind zu Hause, also das brauche ich echt nicht, aber ich möchte darüber sprechen. Ich hatte vor ein paar Monaten viel Wasser in meine Eltern's Garage gekommen und es ist alles fast alles kaputt gegangen. Und sie haben mir angerufen, um ein bisschen zu gucken, was sie wegwerfen könnten und was nicht und was ich echt möchte halten. Und ja, ich habe ein paar Sachen gefunden. Das hier, meine Bandana, ist einer dieser Sachen. Und das hatte ich als Kind und hier bin ich als Kind mit dieser, sieht man nicht, die gleiche Bandana auf meinem Kopf. Und ja, ich finde, ich kann das noch benutzen, vielleicht wenn ich wandern gehe und ja, finde ich noch schön, oder? Dann, also wie jeder Kind hatte ich Kuscheltier und die beiden sind zwei meiner ersten Kuscheltiere und ich finde die noch süß. Also das hier ist pink und ich kann keine rosa Sachen wegwerfen und es ist so klein und süß und ja, ich könnte einfach nicht. Es fehlt den Schwanz und ich glaube, das kann ich nicht reparieren, aber naja, braucht nicht viel Raum und ich kann das noch in meinem Zimmer halten vielleicht. Und den hier ist mein zweiter und es ist so färbig. Ja, das konnte ich auch nicht wegwerfen. Ich habe das gewaschen und ich brauche nur einfach ein kleines Platz zu finden. Aber das wird bei mir bleiben. Dann, ich habe das hier gefunden und ich weiß nicht, was das sein soll. Das kann man hängen. Und das hatte meine beste Freundin Grundschule geschenkt und deswegen möchte ich nicht wegwerfen. Aber ich weiß echt nicht, was ich damit machen kann, weil das werde ich nicht hängen, weil ich keinen Platz habe und naja, Mini mag ich nicht mehr. Aber es ist nur für meine Freundin. Das erinnert mich an meine beste Freundin. Das hier ist so klein, ich weiß es nicht, ob ihr das sehen könnt. Also machen wir so. Sieht man? Das ist eine kleine Auto, ein kleines Wagen. Das hatte mein Opa gekauft, weil er hatte so ein großes, wie heißen die, die mit die kleinen Züge. Gesundheit. Also dieser mit kleinen Züge. Und er hat auch die Häuser gebaut und hat so einen Wald, alles umherum. Und was noch, eine Straße mit Autos. Und er hat die gekauft, weil sie klein genug waren. Und aber ich liebte die zu spielen und er hat dieser mir geschenkt. Mir fällt ein Wort. Wie heißt das? Wo alle die kleinen Züge rumlaufen. Und naja, so mit einem Bahnhof und Häuser und wie gesagt, so ein Wald und vielleicht eine ganze Stadt ist da. Und diese kleinen Männchen und genau kleine Autos und so weiter. Also das ist die einzige, dass kein Platz auf dieser großes Ding Platz findet und deswegen habe ich. Und naja, das halte ich als Erinnerung, weil mein Opa schon gestorben ist, als ich ein Kind war und das ist eine der letzten Sachen, die er mir geschenkt hat und deswegen. Dann, ich habe beide diese gefunden und die spielen ein bisschen Musik und hier an die Rückseite ist diese kleine Schlüssel und dreht man und dann, wir haben diese kleine Ballerina, es ist sehr schmutzig und wir versuchen das einfach zu putzen, aber ich weiß es nicht, ob ich das machen kann, weil ich glaube, das hier ist Karton oder sowas und es wäre nicht einfach, das einfach zu putzen, ohne das zu ruinieren. Und ich habe ein zweites, das hier ist neuer und wie gesagt, das hatte ich als Kind, das habe mir geschenkt, als ich ein bisschen größer war. Ich glaube, das kommt aus einer meiner Freunde in der Grundschule und das geht gleiches, also dreht man hier
und dann noch eine kleine Ballerina und sie hat keinen Rock mehr und das vielleicht kann ich neu machen, aber hier rein, hier drinnen ist alles schmutzig und ich weiß es nicht, wie ich das putzen kann. Keine Ahnung, also ich werde das auch versuchen, weil ich glaube, das kann man schon noch benutzen, um, ich weiß es nicht, da kleine Dinge reinzumachen. Und in mein neues Haus habe ich nicht so viele Schubladen und ich muss alle meine Sachen irgendwo reinnehmen und ich glaube, das geht schon. Dann habe ich noch diese kleine Fee gefunden und das ist auch pink und ich habe Probleme, pinke Sachen wegzuwerfen. Und naja, es glanzt, hat diese Glitters rein, das ich kann vielleicht für Malen benutzen, ich weiß es nicht. Ich werde darüber denken. Naja, ich werde versuchen, all diese Sachen sauber zu machen. Vielleicht werde ich die auf meinem Instagram sehen, ich weiß es nicht. Aber naja, das ist alles. Falls dieses Video nicht interessant war oder zu schnell, weil sie haben ja gesagt, mein Deutsch ist ein bisschen zu schnell, ihr könnt einfach einen Dislike geben. Falls das interessant war, ein Like geben. In beide die Fälle möchte ich warum wissen. Wir werden noch auf Deutsch sprechen und ihr könnt vielleicht nächstes Monat hier wiederkommen, um einfach ein deutsches Video zu sehen. Ich glaube in ein paar Wochen, wir werden noch einen Deutschunterricht machen. Falls ihr Ideen über weiteres Video habt, schreibt mir einfach hier in den Kommentaren. Naja, das war alles für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und sehen wir uns bald. Tschüssi!